So, hallo, wir machen weiter. Bei Super Compact World. Letztes Mal haben wir confirmed, dass ich komplett blind bin. Ich habe den Knubbel hier einfach nicht gesehen, auf dem ich stehen kann. Ne? Das macht die Stelle jetzt natürlich deutlich angenehmer. Und wenn wir da jetzt öfter mal wieder sterben sollten an der Stelle, ist es egal, weil ich komme ja hier durch. Das war bisher das Schwerste im Hack, was ich so empfunden habe. Und es ist überhaupt nicht schwer, weil ich die Stelle ganz anders gesehen habe, als sie dann doch war. Da hat es mich ein bisschen zu sehr beeinflusst, dass ich gelesen habe, dass der Hack unfassbar schwer. Dass ich gelesen habe, dass der Hack unfassbar schwer ist. Hat mich das ein bisschen beeinflusst, dass ich dachte, das muss so. Aber es kommen sicherlich noch richtig schlimme Stellen. Aber bisher haben wir die noch nicht gefunden. Gott sei Dank. Nee, bisher ist das wirklich in Ordnung. Eieiei. Ich habe den einfach nicht gesehen, den Knubbel. Ich komme bis jetzt nicht drauf. Ich musste wirklich erstmal jetzt erstmal mich beruhigen, weil das war gerade so ein kompletter, ja, Mindfuck-Moment, kann man sagen. Wie kann man denn? Ich habe den einfach. Ich weiß nicht. Ich bin so froh, dass ich den jetzt gesehen habe, weil das vereinfacht mir jetzt so viele Dinge. Beziehungsweise macht überhaupt das möglich. Es ist ja, wie gesagt, echt lustig, dass es überhaupt ging, wie ich es vorhatte. Mit den Sägen. Hätte ich den Blob, den Block, den Block nicht gesehen, ich würde es jetzt immer noch so probieren. Das ist schon nicht so gut. So. Ganz ruhig bleiben. Ah, Mist. Jetzt habe ich natürlich gerade erst den Pilz bekommen, aber egal. Okay. Okay. So. Mal schauen, wann wir die nächste schwere Stelle hier bekommen. Bisher ist alles in Ordnung. So. Die Coins interessieren mich nicht, haben wir schon gesagt. Okay. Ist es ja hinter das Ziel? Natürlich. Theoretisch habe ich einen Moment, wo ich sogar einfach nur durchlaufen kann. Zwei. Nee. Oh. Oh, ich weiß es nicht. Gehe ich in der Mitte durch? Nee, Mitte ist, glaube ich, nicht so. Oh Gott. Wenn ich jetzt den Pilz noch hätte. Ich laufe einfach durch. Ja, scheiße. Ich muss den Pilz bis hinten durchziehen. Muss den Pilz bis dahin noch durchziehen. Dann kriegen wir das hin. Vielleicht sogar einen zweiten Pilz, indem ich den ersten nicht verliere. Dann hätte ich einen zweiten Pilz. Bis zu der Stelle, bis zu der einen Stelle den Pilz behalten, wäre schon mal optimal. Mal gucken. Hier einfach nicht den Pilz hier verlieren. Da verliere ich ihn ganz gerne. Okay. Ist schon mal gut. Oh. Das habe ich normalerweise sonst anders gemacht. Weiß auch nicht, warum ich das jetzt so gemacht habe. Aber gut. Alles noch halb so wild. Alles halb so wild. Das war jetzt nicht so klug. Ich bin nach wie vor einfach nur froh, dass wir die Stelle nicht so spielen müssen, wie ich dachte. Uff. Oh Mann. So. Okay. Okay. Oh, du guter Block, du guter Block. Du bist viel zu gut zu mir. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall schon mal wieder zu dem zweiten Pilz. Das ist schon mal gut. Wow, das war vielleicht jetzt nicht ganz so gut. Da muss ich ein bisschen aufpassen und ihn jetzt nicht gleich hier verlieren. Ich habe ihn ja hier gleich verloren vorher. Hier muss ich ihn durchziehen. Okay. Ja, okay, ihn hier zu behalten, könnte auch nochmal ein bisschen kritisch werden. Und das war es aber dann ja schon. Wenn ich ihn da. Es ist eigentlich nicht viel. Aber ich könnte auch einfach hier. Da müsste ich jetzt. Wenn ich da jetzt durchgesprungen wäre, ich glaube, das wäre es gewesen. Das hätte gereicht. Müsste auch gehen, wenn ich groß bin, klein bin. Wenn ich groß bin, ist es safe. Wenn ich groß bin, habe ich safe gewonnen. Und wenn ich klein bin. Und wenn ich klein bin, habe ich schon eine Möglichkeit, da durchzukommen. Aber die ist halt nicht ganz so einfach. Also es wäre besser, ich würde da groß durchkommen. Es ist auf jeden Fall realistisch. Es ist auf jeden Fall realistisch.
So viel kann man sagen. Im Sinne von, es ist machbar. Da mit dem Pilz durchzukommen. Oh mein Gott. Da mit dem Pilz durchzukommen. Eieieiei. Ich habe jetzt in der Pause, ich wollte nachschauen, ob ich tatsächlich Bomberman Hero Let's Played habe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es Let's Played habe. Ich weiß es nicht mehr. Ich bin mir aber ziemlich sicher. Ich habe sowas in Erinnerung. Keine Ahnung. Ach, jetzt bin ich wieder dumm. Jetzt mache ich wieder Fehler, die ich eigentlich überhaupt nicht machen sollte. Ja, und die Leben zählen auch gar nicht runter, wie man sieht. Das ist einfach nur die Anzeige, die 99. Man hat unendlich Leben. Wäre auch egal, keine Ahnung. Ist in so einem Hack halt nicht relevant, wie viele Leben man hat. Nein! Ich hatte es. Ich hätte ihn gehabt. Wobei ich hier noch durchkommen muss mit dem Pilz dann. Das kommt ja auch noch. Och, dazu! Ich glaube, hier würde ich ihn spätestens wahrscheinlich trotzdem verlieren. Ich weiß es nicht. Aber ich muss jetzt ja nur den behalten. Und den behalten ist eigentlich auch nicht so... nicht so schwer. Wenn ich ihn erstmal bekommen würde. Ei. So, ich könnte ja ein paar Sachen erzählen, die so aktuell los sind. Die sogenannten Corona-Ferien haben begonnen. Wir werden jetzt diesen Montag nochmal eine Dienstbesprechung haben, um zu besprechen, wie wir am besten den Schülern Material zukommen lassen, was sie sich nicht anschauen werden. Na, ich hoffe, ein paar schauen sie es an, weil ich weiß halt nicht, wie wir das schaffen sollen, wenn die jetzt wirklich sich den Kram nicht angucken. Weil, ne, wir machen das praktisch so, wie wenn normaler Unterricht wäre. Also ich werde versuchen, zum Beispiel so ein paar Hefteinträge dann online einzustellen auf die Plattform, auf der wir uns mit den Schülern begeben werden. Auf der wir mit den Schülern sein werden. MEBIS heißt die. Ist von der Landesmedienanstalt Bayern. Wird die bereitgestellt und ist sehr instabil, aber egal. Jedenfalls werden wir versuchen, über die Plattform mit den Schülern zu kommunizieren und denen Sachen halt zu sagen, je nachdem das, was so passieren wird. Weil wir können jetzt ja nicht mehr, wir haben aktuell keine Möglichkeit mehr, den Schülern irgendwas mitzuteilen. Außer über so Elternbriefe, die dann über ESIS laufen. Aber alles andere ist keine Möglichkeit mehr. Es geht nur noch online. Es geht nur noch online. Wir haben, ja gut, man könnte anrufen, so das geht noch, aber na, so wirklich eine Masseninformation geht eigentlich nur noch online gerade. Jedenfalls werden wir da versuchen, so Sachen wie Hefteinträge und Arbeitsblätter und anderen Kram halt hochzuladen, die entsprechend zumindest ein bisschen mit Stoff zu versorgen. Weil wir verlieren jetzt so viele Zeit, wir können das nicht einfach aufholen danach, indem wir dann von Null anfangen bei dem Stoff. Die müssen das ein bisschen sich hoffentlich angucken. Also ich bin gespannt. Sie sind an sich auch verpflichtet dazu. Also wir haben da so eine kleine Regelung, dass die bis... Ach, was ist es? Ich glaube, 10 Uhr am Tag sollen sie immer einmal reingeschaut haben, ob da Materialien sind. Aber selbst wenn sie reinschauen, haben wir keine Kontrolle, ob sie die Materialien bearbeiten. Ich weiß nicht, wie das... Keine Ahnung. Selbst wenn sie reingucken, was... Wie sollen wir das kontrollieren? Ich weiß es nicht. Egal. Wir werden sehen. So oder so, es ist eine... Nein! Mist! Es ist eine wahnsinnig spannende Situation. Weil sowas gab es noch nie. Also ich meine, für mich als Lehrer, der gerade angefangen hat, gab es das sowieso noch nie. Aber auch für die ganzen fertigen Lehrer, für die ist das alles komplettes Neuland jetzt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, weil wir es digital machen. Aber einfach überhaupt die Situation, dass die Schulen geschlossen sind. So erst war es nur ein Tag wegen Sturm. Das war schon neu. Dass die Schule wegen Sturm mal ein Tag zu ist. Das war schon neu. Und jetzt einfach mal für fünf
Wochen. Mindestens. Denn sie wird ja nur wieder geöffnet, wenn sich die Situation bis dahin, ich zitiere, sichtlich verbessert hat. Wie soll sich Corona in der Zeit sichtlich verbessern? I don't get it. Wir werden das Virus jetzt so lange haben, bis wir Gegenmittel gefunden haben. Wo wir uns dann zum Beispiel impfen können. Und dann. Oh, da gibt es sogar eine Blume. Nein! Ich brauche auf jeden Fall den verdammten Pilz in der Box. Ja, bis wir ein Gegenmittel gefunden haben. Ich meine, sind ja natürlich am Forschen wie wild. Vielleicht finden die auch schneller ein Gegenmittel, als wir denken können. Das wäre natürlich auch cool, wenn die in 2 Wochen ein Gegenmittel haben. Aber bis dann da wiederum ein Impfstoff draus hergestellt wurde, ich weiß nicht, das wird schon ein bisschen dauern. Keine Ahnung. Wenn es dann halt klappt mit dem Digitalen, wäre es ja ganz gut. Ich meine, letztendlich, wenn die Schüler ihr Zeug mitbekommen würden. Und ein bisschen kontrollieren kann man es schon. Je nachdem, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich bin sehr gespannt, wie es läuft. Ich fände aber auch, fände es aber auch schön, wenn wir jetzt das Level hier schaffen würden. Weil jetzt hängen wir schon wieder 11 Minuten in dem Level. Und ich wollte in dem Part eigentlich doch gerne auch das nächste Level noch zeigen. Und wir haben ja schon das Ziel gesehen. Wir wissen ja schon, wie es geht. Ich muss jetzt nur noch umsetzen. Ich muss jetzt nur noch leisten. Na, wir haben schon... Wir haben alles gesehen. Wir kennen die Theorie, wie ich das Level abschließen könnte. Ich muss sie nur noch umsetzen, die Theorie. Es ist nichts mehr, wo man sagen kann, ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß nicht exakt, wie es geht, wenn ich jetzt wieder nur als kleiner Mario nach hinten komme. Ich muss es jetzt nur schaffen. Es ist ja direkt der erste Sprung nach dem Pilz hier, wo ich direkt meine Feder wieder verliere, die eine Blume, die ein Pilz ist. Das ist ja direkt der erste Sprung so. Den darf ich jetzt einfach nicht versauen. Nice. So, jetzt kein Quatsch machen. Okay. Soweit, so gut. Jetzt wird es nochmal hier kritisch. Ja, genau deswegen. Aber gut, jetzt müssen wir halt wieder... Jetzt haben wir wieder die Situation, dass wir das mit dem hier haben. Vielleicht schaffe ich es ja. Auch das ist im Prinzip... Ich habe eine Grube, na, ungefähr, wenn er jetzt... Die unteren, guckt euch die unteren an. Wenn die jetzt so aufgehen... Na, immer noch nicht. Wenn die jetzt so aufgehen, ich denke, dann kann ich da irgendwie vorsichtig durch. Aber ich habe noch nicht so ganz... Warte mal, kann ich... Wait. Kann ich die vielleicht reduzieren? Dass die irgendwie offscreenen? Verdammt. Die sind halt noch da, ne? Nee, ich krieg nicht mal eine raus. Wenn die eine da reinlädt, vielleicht wenn die noch drin ist, dass da eine andere nicht reinlädt. Ah, ich krieg das Timing nicht hin. Ich muss hier mit Pilz hinkommen. Aber mit Scrolling könnte ich auch was versuchen zu reißen. Aber ich glaube, das geht nicht, weil die zu nah beieinander sind. Das ging bei den einen Sägen in der Mitte ging das ganz gut, weil die weil die auseinandergegangen sind. Also zu weit auseinander, da konnte ich die eine rausnehmen und die andere ist noch drin geblieben. Aber da ist das, die sind ja immer alle an einer Stelle. Das kann nicht geil. Nee, das kann nicht gehen. Wenn eine reinlädt, laden alle rein. Das ist Quatsch, was ich überlegt habe. Es ist Quatsch. Ich brauch's gar nicht versuchen. Die sind ja alle an der gleichen Stelle. Die hier sind ja nicht alle an der gleichen Stelle. Wenn da eine rausgeht, kann die andere drin bleiben. Und dann funktioniert das. Aber bei dem anderen sind ja alle untereinander. Das heißt, sobald ich eine reinlade, lade ich automatisch alle rein, die da dran sind. Weil sie an der gleichen X-Position sind. Das war, was ich gesucht habe. Die X-Position.
So, den Pilz behalten. Das ist das Ziel. Es ist einfach zu schwer, den Pilz zu behalten. Das ist echt kritisch. Ach, Mist. Ah, das Ende von dem Level ist das Problem. Alles andere geht klar. Alles andere geht klar. Mist, Mist, Mist. Ja, egal. Bin ich eh tot. Ich meine, ich könnte auch den Pilz nochmal versuchen zu holen. Aber ich glaube, der ist kritisch. Weiß nicht, ob der geht. Nee. Den lasse ich lieber. Den lasse ich lieber. So. We meet again. Stelle, die ich nicht... das gleiche. Man geht ein bisschen zu weit rüber und schon ist vorbei. Einfach so flop und es ist vorbei. Das ist so ärgerlich. Okay. So weit, so gut. Es gibt eigentlich nicht mehr viele Sterne, an denen ich den Pilz verlieren kann. Wieso bin ich jetzt hier unten? Da wollte ich jetzt eigentlich nicht hin. Uff. Ah ja, da drüben kann es jetzt noch kritisch werden. Okay, aber da behalten wir jetzt auch den Pilz. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt kein... Nein, die ist weg! Die Plattform ist weg. Mich reizt es immer wieder, es nochmal zu probieren, aber ich sehe da nicht so die Möglichkeit, ordentlich das zu machen. Ich müsste ja nur den verdammten Pilz hier behalten, das ist doch alles. Das ist doch eigentlich nicht das Problem, Mann. Na, wie habe ich das denn vorhin gemacht? Da bin ich doch hier auch dran vorbeigekommen. Mist. Da muss ich halt hier noch dran vorbeikommen mit dem Pilz. Das wird dann auch nochmal die Geschichte. Aber jetzt wäre es mit dem Pilz gut gegangen gerade. Ach, verdammt, jetzt bin ich wieder hier. Okay, komm schon. Nein, oh Mann. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich teste das jetzt kurz. Einfach nur, um es zu lernen, wann ich da durchgehen muss. Weil die Vermutung ist ja irgendwie so... dass ich jetzt durchlaufe. Ja? Das war schon besser. Irgendwie so jetzt und dann noch einen kleinen Sprung hinterher setzen. Und nur einen kleinen. Ah, okay, ich kann einfach durchlaufen. Genau, wenn er nämlich unten ist. Das war ja das, was ich vorhatte. Aber ich hab's halt nicht ordentlich umgesetzt bekommen. Okay.
Also notfalls weiß ich jetzt, wie ich als Kleiner durch kann. Ob ich es dann in dem Moment auch umgesetzt bekomme. Weil ich werde vor Aufregung wahrscheinlich wieder dagegen laufen. Trotzdem ist es schon mal ein guter Hinweis. Und für sowas werde ich Rewinds nutzen, um so Stellen zu testen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Denn ich spiele das Level ja trotzdem bisher ohne States damit. Das wäre jetzt halt, wie wenn ich da immer wieder hinter gespielt hätte und dann getestet hätte. Keine Ahnung. Dafür nehme ich mir die jetzt mal her. Quasi Test-Rewinds. Hoffe, die sind gestattet. So. Wäre es schöner, wir würden mit dem Pilz nach hinten kommen, weil dann hätte ich einfach eine Sicherheit, es zu schaffen. Und das ist das, ja, das ist das Ding. So viel dazu. Oh boy! Das hat nicht funktioniert. Das war nicht so gut. Das auch nicht. Mir wird auch gerade wieder so richtig warm. Ich weiß nicht warum. Hilf. Muss die Aufregung sein. So. Jetzt bin ich wieder an einem Punkt, wo ich nicht mal mehr den Anfang hinkriege. Das gibt's doch nicht. Yo! Chill, Kollege. Du wirst in dem Part dieses Level schaffen. Sonst haben wir ein Problem. Ich will den nicht in dem nächsten Part nochmal anfangen, den Level hier. Das wollen wir nicht. Wollen wir wirklich nicht. Bin noch nie an die Manche ran und jetzt hüpfe ich an die Manche ran. Ist klar. Ist klar. So. Okay, wir kriegen den Pilz zumindest wieder. So viel ist schon mal sicher. Dieses knappe Rumgespringe immer. Gott, ich hasse das, wenn ich das mache. Nein, ich hätte ihn fast gehabt. Aber ich muss ja dann hier auch noch durchziehen. Es ist ja nicht nur das eine, es ist ja auch noch... Da muss ich ja auch noch mit dem Pilz durchkommen. Das wird schwer. Die Stelle mit dem Pilz wird schwer. Ja. Bam, 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 bam. Wir sind wieder beim Pilz. Wieso mache ich es eigentlich nicht so? Das ist, glaube ich, angenehmer. Yes! Drüber springen ist eine gute Idee, okay? So, Pilz behalten. Leck mich! Mist! Pilz nicht behalten. Aber wir wissen jetzt theoretisch, dass ich hier durchlaufen kann. Muss es nur richtig timen.
sowas nicht richtig getimt. Falls ihr es nicht gemerkt habt. Sowas nicht richtig getimt, wollte ich nochmal sagen. Jetzt habt ihr es gemerkt. Gut, dass ich euch das gesagt habe, sonst hättet ihr nicht gemerkt, dass das nicht richtig getimt war. So. Vorsicht bei den Sägen. Okay. 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 Ein Sprung ist es eigentlich nur noch, der mich von der Blume wieder trennt. Und wir haben die Blume. Wenn ich nicht jetzt vorher runterfalle oder sowas. Das kann natürlich auch noch passieren, ne? Dass ich jetzt hier runtersegle einfach, weil... Weiß ich nicht. Wenn ich irgendwie... dumm bin oder so. Okay. Okay. Das sind jetzt aktuell beste Voraussetzungen. Das ist okay, ich nehme den einfach mit. So. Hier rüber. Letzter Sprung. Wir haben den Pilz. Wir haben das Level. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben das Level. Puh. Partziel erreicht. Uff. Der Dornenbunker ist dann das nächste Level. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.